Wodurch unterscheidet sich eigentlich das Max-Schweißen oder die Max-Schweißgeräte? Gibt es da eigentlich große Unterschiede? Ich habe auf jeden Fall die Uranus hier am Start, die SMC, mit der schweißen wir ja schon eine ganze Zeit lang. Und heute kommt das erste Video dazu, weil ich dir zeigen will, dass es auch in diesem Bereich, in Max-Schweißen, nicht nur Drahtunterschiede gibt, gell, mit den Drähten, sondern auch bei den Geräten. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein, der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft. Und da hat die Böhler eine sehr coole Eigenschaft, auf die ich eingehen werde. Die haben andere Schweißgeräte nicht. Da hat sie wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und darauf gehen wir heute mal ein. Das will ich dir zeigen oder sagen. Dann haben wir einige Drähte hier und Bleche habe ich auch schon vorbereitet. Ich will erstmal auf das Thema eingehen, warum stehen beim Alulöffel immer so viele Gasflaschen. Jetzt siehst du es hier, weil ich gerne für meine Videos hier rübergehe zum Max-Schweißen, weil wir einen ordentlichen Hintergrund haben. Wir haben mittlerweile ordentlich Beleuchtung, dass Bild und Ton einfach perfekt ist. Und da haben wir nämlich hier die 18er. Das ist zwar zum Wickschweißen, Helium und Stickstoff, aber deswegen haben wir die hier stehen, die übrigens auch alle gesichert sind. Da haben wir auch einen coolen Rabattcode. Wer da mal was braucht, Gas, gibt es 10% auf deine Bestellung über mich. Werde ich unten in die Beschreibung reinhauen, das aber nur mal am Rande. Wir wollen heute Max-Schweißen. Auf meinem Kanal gibt es zum Thema Max-Schweißen ja noch nicht so viel. Deswegen wird es Zeit, dass es da etwas mehr gibt. Ich wollte mich aber erst eine Zeit lang mit beschäftigen. Der Micha hat mir das Ding mal rumgebracht vor ein paar Wochen. Wir konnten damit in der Mack-Werkstatt drüben arbeiten, der Kevin und ich. Und wir haben uns, ja, wie sollte es auch anders sein, natürlich ein bisschen verliebt. Sie hat auch einfach schöne Achseln, Digga. Verliebt. Weil sich's wirklich geil schweißen lässt. Viele Features und auch natürlich viele Vorteile, was den Draht angibt, den es vom Böhler gibt. Wie gesagt, da habe ich gleich noch eine Info für dich, die du vielleicht noch nicht kanntest. Die wird es aber gleich geben. So, und wir wollen mal ein paar Bleche hier schweißen. Ich habe drüben, natürlich mit meinem Knapper, ja, haben wir auch wieder zugemacht, werde ich mal verlinken, die Bleche zugeschnitten. Ja, ich habe eine Schlagschere, aber so dickes Zeug. Ich möchte, dass die scharf bleibt, das Messer. Und wir sind eher so auf Alu, da will ich es mir jetzt mit ein bisschen Stahlzeug nicht versauen. Also, wir haben 3 mm Stahlblech da, wir haben 8 mm Stahlblech da. Wir gehen mal rein. Das Gerät hat genauso einen manuellen wie einen Zynerk-Modus, wie du es jetzt vielleicht von Weldinger kennst. Hat die Maschine auch. Von der Größe her, ich finde sie schön klein und schmal. Also das ist jetzt kein Riesenwummer. Das heißt, die passt auch in jede Hobbywerkstatt. Und das Coole ist auch, das muss ich dann nachher mal raussuchen, vom Preislichen her sind wir hier auch nicht. Natürlich ein bisschen teurer als Weldinger, ganz klar. Aber du hast natürlich auch einige Features. Ich sage immer, du bezahlst eine Summe X und bekommst auch eine Leistung X. Und hier hast du natürlich auch nochmal einiges mehr an Leistung und dieses Feature, was ich dann, ich mache es ein bisschen spannend heute, dir nachher noch mitteilen werde. Im Hintergrund siehst du es auch schon, der Evolution Vision Air, mein neuer Frischlufthelm, auch am Start. Das heißt, heute mal sehr viel Böhler hier im Bild. Aber geile Produkte, keine Frage. Wir gehen jetzt mal in die Einstellung rein. Welche nehmen wir am besten zum Stahlschweißen von 3 mm Stahlblech? Hab natürlich mit Micha ein bisschen damals rumprobiert. Und mit dem Kevin auch schon ein bisschen getestet. Und wir wollen sie eigentlich nicht wieder hergeben. Also Einstellung. Wir haben ja hier ein Synergiegerät. Das heißt, du kannst ganz normal, das kennst du vielleicht von den meisten Geräten auch, du hast hier auch dein Bild drauf. Das heißt, es wird alles angezeigt in Millimetern. Sprich, du gehst auf eine Materialstärke, sagen wir mal, von 2 Millimetern. Dann ändert sich das Bild hier. Und hier ist auch Meter pro Minute angegeben. Macht's aber alles. Also diese Kennlinie macht alles vollautomatisch und die funktioniert extrem gut. Wir haben bei uns im Alltag auch nichts anderes verwendet. Wir haben einfach nur die Materialstärke eingegeben. Ich bin immer noch mal so ein Typ, wenn ich 2 mm habe, weil ich gerne schnell schweiß, gehe ich vielleicht noch mal ein Stückchen höher, ja, aber nicht viel. Das muss man natürlich mal ein bisschen ausprobieren und ein Gefühl dafür kriegen. Du kannst aber auch noch deine Lichtbogenlänge einstellen. Das heißt, du kannst ihn kürzer und länger machen. Vorteil zum Beispiel, wenn du das möchtest, wenn das für dich wichtig ist, und wenn du den jetzt kürzer machst und hast zum Beispiel ein Blech, 3 mm mit ein bisschen Spalt und du willst die Naht fallen schweißen, hast du den Vorteil, wenn du den kürzer machst, dadurch wird er härter und kälter, dann läuft dir das Schmelzbad bei der Fallnaht nicht so runter, wie wenn du den Lichtbogen länger machst. Dadurch wird er natürlich heißer und dann kann es passieren, dass dir das einfach runterläuft. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Kannst du aber hier in dem Fall schon vermeiden, indem du einfach im Synergiemodus bleibst, weil der einfach schon extrem gut funktioniert. Ich will ja meinen Tisch immer schützen. Zudem habe ich einfach mal ein altes Blech hergelegt und um den Rand Trennspäh 3,99 Euro ist was ich nur noch nutze, weil es einfach geil ist. Natürlich auf dem Draht nicht, gell? Gucken, dass du nur auf den Tisch sprühst, falls doch nochmal eine Perle rüberläuft. Aber das mache ich auch auf die Bauteile, weil du einfach extrem gut die Spritzer lösen kannst. Einfach, schnell und günstig das Schweißen erlernen von dem Ergebnis zu dem mit unseren Online-Kursen. Schaut ihr die alle an, sind schon weit über 10 Stück. Da habe ich mir das Ding erstmal hier so ein bisschen vorbereitet, habe es auf Blech gestellt, dass wir es jetzt hier fallen schweißen können. Einstellung haben wir eingestellt, Synerg-Modus.
2,0 mm und dann geht's los. Aber wir sind, wie gesagt, voll im Synerg-Modus und haben jetzt nichts irgendwie von der Lichtbogenlänge verändert. Ja, das sieht geil aus. So, ich habe ein Übungsblech gemacht. Wir hatten auch ein bisschen jetzt gerade ein Problem mit dem Gas. Irgendwie kam das nicht so richtig. Und das war jetzt die zweite Naht. Haben wir bis in die Hälfte reingeschweißt. Und da würde ich sagen, siehst du schon, dass das extrem gut geht. Wir schweißen zwar Mack, aber natürlich auch nicht 1000 Mal am Tag. Und dann meistens immer nur Tanks schweißen, Bleche schweißen. Hier ist so Kleinkram. Da haben wir natürlich jetzt nicht die übelst dicken Nähte und so lange und durchziehen. Deswegen brauche ich da auch immer mal eine Minute. Aber dafür haben wir ja Übungsbleche und genauso solltest du es auch machen. Das heißt, wenn du dich wieder an so Sachen rantastest und bevor du das nimmst, was du letztendlich schweißen willst, würde ich sowieso immer empfehlen, nimm dir ein Übungsblech, probier es erst da dran, also simulieren und dann gehst du richtig in die Thematik rein. So, erstmal die Kämme ausmachen, die natürlich auch wieder wichtig ist, dass wir hier den ganzen Schweißrauch nicht drin haben. Und ich würde sagen, wir testen jetzt mal das Ganze. Also du hättest jetzt quasi ein Gerät, was keinen Synergiemodus hat und wir machen mal den Lichtbogen ein bisschen länger und dann zeige ich dir mal, wie das passieren kann, wenn das Gerät halt nicht so richtig eingestellt ist und das Schmelzbar dann quasi dir zu schnell wegläuft nach unten. Das simulieren wir jetzt quasi mal. Ja, hier sieht man, denke ich, jetzt ganz gut, was passiert ist. Man hat es auch in der Aufnahme gut gesehen. Also es tropft ab, der Spalt wird größer und dann liegt es einfach nur unten drinne. Und ja, das kannst du quasi mit einem kälteren, kurzen Lichtbogen vermeiden. Beziehungsweise kannst du es komplett vermeiden, indem du einfach im Synerg-Modus bleibst. Ich war nicht ganz unten. Hier steht dann auch wieder SYN für Synerg, die Abkürzung. Und dann kann man einfach wieder zurückgehen. Wir gehen jetzt in den Sprühlichtbogen, das heißt volle Leistung, volle Kanüle. Blech haben wir geheftet und jetzt habe ich hier ein 8 mm starkes. Und dann ziehen wir mal damit eine Naht, dass du auch mal siehst, wie es mit voller Leistung abgeht. Ja, und jetzt so viel zum Thema Absaugung. Das war schon der Hammer und ich liebe sie und ich will sie auch nicht missen. Aber beim Sprühlichtbogen knallt es natürlich schon ganz schön. Und du siehst da hinten, Fenster ist offen, Tür ist auch offen, hier ist noch ein Fenster offen und ohne Frischlufthelm geht gar nichts. So, ich will dir das Endergebnis zeigen. Das ist das Endergebnis des Sprühlichtbogens. Kaum Spritzer. Bis eigentlich zu fast gar nicht, also wirklich sehr, sehr wenig. Also hier vorne natürlich ein paar, aber guck mal hin, hier, die lassen sich auch gut entfernen. Zum Schluss hätte ich ein bisschen länger draufbleiben müssen, aber ich würde sagen, das ist ein Ergebnis, was man erzielen kann und gelten lassen kann. Und der Punkt ist, das ist jetzt nicht, ich muss der Meister sein, ich muss hier 10 Jahre studiert haben. Das kannst, egal ob du jetzt Einsteiger bist oder Berufsschweißer, wenn dir das jemand zeigt, ein bisschen erklärt, wie das geht, dann kriegst du das auch entspannt genauso hin. Beim Mack ist natürlich der Vorteil, du kannst dich auf deinen Brenner konzentrieren. Das heißt, du hast nur den Kollegen in der Hand und kannst dich dann natürlich auch schön abstützen und kannst deine Naht ziehen. Du musst dich nur auf diesen einen Brenner konzentrieren, kannst beide Hände dafür nutzen und stützt dich dann einfach mit deinem Unterarm auch ein bisschen ab. Das geht echt gut und dann kannst du da ordentlich durchziehen. Du siehst, wir arbeiten hier mit Lichtstrom. Volle Lichtbogenstärke war jetzt 173 Ampere. Ich würde sagen, bis 10 mm kommst du hier entspannt klar. Alles andere, was drüber geht, müsstest du jetzt vorwärmen, dass du auch noch dickere Bleche machen kannst. Aber klar, wir sind im Lichtstrombereich. Für die normale Werkstatt, ob das Kfz oder so Sachen sind oder du Rahmenstelle bauen willst, reicht das komplett aus. Weil ich die Tage nämlich auch ein Gespräch hatte mit einem Kunden, da ging es um das Schweißgerät, um die SMC Uranus. Da war dann die Frage, bis wie viel Blechstärke. Es ist natürlich immer, du musst natürlich jetzt sehen, was schweißt du, was hast du vor. Viele wollen dann immer so 250, 300 Ampere. Ist halt die Frage, brauchst du das wirklich? Wenn du jetzt dicken Stahlbau machst, klar, dann ist es so. Bei uns hier sehe ich keine Anwendung, dass wir hier ein Gerät mit 250 oder 300 Ampere brauchen. Extrem selten. Also ich würde sagen, wenn überhaupt, dann einmal im Jahr. Ansonsten ist ja klar, für 3 bis 10 mm Bleche vollkommen ausreichend. Der Micha hatte mir noch Metallpulverdraht dagelassen. Ich kann es natürlich jetzt in seinen Worten nicht 100% wiedergeben. Aber hiermit kann man auf jeden Fall nochmal mehr Energie oder mehr Power erzeugen. Das heißt, dass man damit dickere Materialien schweißen kann. Da hoffe ich, dass ich Micha nochmal an Start kriege, dass wir gemeinsam ein Video dazu machen können. Da gibt es dann natürlich nochmal richtig einen auf die Backe, nämlich nochmal ein bisschen mehr Input von Micha, der das natürlich alles sehr, sehr gut kann und weiß. In seiner täglichen Anwendung ist er da ja täglich dran.
wenn er in Firmen ist, die berät und den zeigt, wie gut bestimmte Drähte von UTB bzw. von Fürst Alpine Böhler Welding funktionieren und für welche Anwendungsbereiche. Und das ist ja das Geile, dass die Jungs so viel Draht am Start haben. Und jetzt sind wir am Schluss des Videos und jetzt will ich natürlich noch kurz aufklären, was ich die ganze Zeit so ein bisschen angeteasert habe. Also auf dem Tisch liegen jetzt hier alles Drähte von Fürst Alpine Böhler Welding. Das heißt, das sind die, die der Micha mir mitgebracht hat. Und hier haben wir eine Böhler-Maschine, ein Uranus 2000 SMC. So, was ist jetzt hier der große Vorteil? Der Vorteil ist, Böhler stellt beide Dinge her. Das heißt, einmal das Schweißgerät-Equipment und einmal den Draht oder auch den Zusatzwerkstoff. Und für die Geräte gibt es Einstellungen, wo der Draht vorgegeben ist. Das heißt, du hast schon abgestimmte Sachen, die irgendwo in meinem Anwendungszentrum bei Böhler ausprobiert worden sind, welcher Draht mit welcher Einstellung am besten funktioniert. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal, was Fürst Alpine Böhler Welding hat, weil die anderen Hersteller nicht beides herstellen, nämlich nicht den Draht und das Schweißgerät. Das ist ein ganz großer Vorteil und somit können sie natürlich auch viele Lösungen bieten in vielen Bereichen. Das finde ich extrem cool. Und jetzt versuche ich mal so mit meiner Art auf die Sachen hier noch einzugehen, die noch da sind. Das war jetzt quasi Teil 1 zu Uranus. Ich werde jetzt den Draht wechseln, gehe zum nächsten Video über. Dann sei gespannt auf jeden Fall auf das nächste Video. Zum Thema Max-Schweißen geht es ja jetzt erst so richtig los bei mir. Ich wollte mich ordentlich darauf vorbereiten. Also das heißt, wenn du Fragen hast, schreibst du in die Kommentare. Es gibt bestimmt jemanden, der über die Maschine Bescheid wissen muss, dass es da jetzt eine Videoserie gibt. Dann schick dem das Video auf jeden Fall weiter. Kannst unten auf Teilen gehen. Über WhatsApp kannst du dem das weiterschicken. Oder auch in deinem WhatsApp-Status teilen. Würde ich mich mega freuen, dass wir die ganze Schweißszene noch ein bisschen mehr pushen. Max Schweißen geht jetzt in die nächste Phase. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen mehr machen. Wenn du mehr über das Schweißgerät wissen willst, kommst du hier zu mir in den Shop, guckst dir gerne an. Und hier oben findest du noch ein paar andere Max Schweiß-Videos oder dann auch den nächsten Teil. Ich freue mich auf das nächste Video und werde jetzt ein bisschen Max Schweißen. Bis dann, dein Alulöffel.